Hey Leute, willkommen zurück zu Lashes Suit Larry. Feuchte Träume werden niemals trocken mit der noch immer kranken Diana. Aber sie ist so brav. Wir schaffen noch eine zweite Folge hoffentlich. Schaffst du das, Diana? Tapfer. Also bekommt jetzt mindestens zwei Folgen zu sehen. Danach, ob kurz eine Pause ist, wissen wir noch nicht. Wie es halt Diana geht. Aber ich will jetzt endlich so einen fucking Luftballon. Ich wollte einen Luftballon, Leute. Larry ist aber gieriger als du. Ja, das kannst du laut sagen. Kann man die Menschenmasse hier anquatschen? Nö. Okay. Es gibt auf jeden Fall ein neues Phone. Das will ich wissen. Hä? Die Dame ist ja gar nicht hier. Wo ist die Dame? Hä? Ist vielleicht oben. Oh, das war ziemlich scheiße. Leute, ne? Was denn jetzt? Mit laufenden Verkäufe kann ich auch mal probieren. Oh, ja! Ich suche eine Nari, die hier arbeitet. Woher kennst du denn Nari? Ich bin mit ihr auf Timber gematcht. Oh, ja. Wow, das muss an dem Profil liegen, das wir dir eingerichtet haben. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten, um sie zu treffen. Na dann? Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluationsprozess durchlaufen. Denn hier dürfen nur die Besten der Besten arbeiten. Ja, was machen ihr denn hier? Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Reicht doch. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Doch, wahrscheinlich schon. Also, und wir können dann endlich die Sachen einkaufen im Supermarkt. Ja. Wie laufen die Verkäufe? Stimmt. Bescheiden. Die Leute wissen alle, dass bald das neue Modell erscheint. Wir stehen draußen, ne? Also, alle drei Sachen... So. Gehen nicht. Bis später. Kann man denen was anbieten? Ich hätte was im Auge. Eher nicht. Das würde ihm... Das würde ihm nicht gefallen. Na dann, halt das, ne? Das ist kein... Das würde ihm... Okay, gefällt ihm auch nicht. Der kann sich nicht entscheiden. Das würde nicht stöpseln. Fitnesstraining würde ja auch nicht schaden, Alter. Das ist keine gute Idee. Okay. Also ich scheiße. Bier. Wahrscheinlich hast du recht und wir brauchen fürs Bier. Kann sein, das können wir jetzt auch mal abchecken, ne? Das hätten wir auch abchecken können. Ich versuche mal eben die Sachen zu geben. Das Bleichmittel. Das ist keine gute Idee. Nein? Okay. Eher nicht. Aber das schmeckt doch dann kräftiger. Muss noch was mischen? Das hilft mir. Vielleicht muss noch was mischen. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwas mischen muss. Noch. Weiß auch. Das lässt. Versuch nur kurz mal alle Flüssigkeiten. Nö, geht nicht. Das hilft. Schlecht, nein. Ist das was? Das, Bier vielleicht? Etwas, um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja. Ja. Das riecht tatsächlich sehr außergewöhnlich. Ja. Aber eine Zutat fehlt noch. Die Zutaten, Moment. Die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack Haben und wir? Den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier das zu fehlt. Einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Bier einen richtigen Kraftstoff. Aber das muss doch das Kraftmittel sein. Das passt doch, ne? Kraftstoff. Ja, wir hatten ja auch überlegt, ob es was mit Benzin zu tun hat. Ja, aber das würde jetzt auch passen, was wir mal haben, ne? Aber anscheinend... Aber echt richtig erwischt? Noch nicht. Nö. Vielleicht hast du recht, wir müssen es doch irgendwie anders verwurschteln. Ein Shaker oder irgendwas, ja? Kann man die Muschi shaken? Das wird voll. Nein, okay. Hast du es mit der Sojamilch versucht zu kombinieren? Ich glaube schon. Die beiden Sachen... Ich denke, wir brauchen, vielleicht müssen wir die Milch irgendwie noch erhitzen, dass es wieder flüssig das lässt wird oder so, oder irgendwie. Ich denke halt, dass wir dieses Pulver abmischen müssen zuerst, wenn dann. Kippe ich mal drauf. Aber wir haben das eine jetzt mal gegeben. Oben haben wir jetzt alles geholt, die Erdbeere haben wir auch gezeigt. Können wir zurück in den Club reingehen eigentlich, ne? Ein Untergang nur auf. Hoppla. Wer weiß. Gibt's da noch was? Hallo? Hallo? Gibt's da noch was Neues? Weiß man noch mal rein können, jetzt überhaupt um die Uhrzeit oder so. Können wir zurück rein in den Knast, denk? Was gibt's? Hey, der kennt uns nicht mehr. Kann ich noch mal kurz rein? Das muss ich ihn fragen. Kann ich noch mal kurz rein? Nein! Was? Polizei! Öffnen Sie die Tür!
Ach nein, das war ja gar nicht mein Satz. Ja, Mann. Ich möchte mit meiner Anwältin sprechen. Du bist doch schon auf Kaution draußen. Nee. War doch klar. Oh, so ein Fehler? Ich hab was drin vergessen. Ich hab da drinnen was vergessen. Hau ab! Oh, mit dürfen ich mal rein. Larry, hier was du in dem Club angerichtet hast. Oh nein. Hast. Oh nein, was? Was? Es war dunkel. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Vielen Dank. Was? Du hast uns zwei riesengroße Gefallen getan. Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon einen Stern am Walk of Pain. Und dieser Gangbang im Darkroom. Verrückter wird es nicht. Und verrückt ist gut. Die Leute rennen uns die Bude ein, seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem Gargoyle gemacht hast. Toll. Ja. Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung diese kleine Anerkennung überreichen. Wir kriegen sogar mal was. Wir werden nicht zusammengeschissen. Ein Gutschein. Danke. Warte mal. Ist der auf Haut geschrieben? Darüber kann ich leider keine Angaben machen. Das ist geil. War die Polizei noch mal hier? Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt und alle durchleuchtet. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber bin ich auch sehr erleichtert. Wie läuft's im Club? War ein einziges Chaos durch die Polizei. Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie verstopft. Oh Mann, der Club ist geil. Hast du zufällig Erfahrung mit sowas? Natürlich. Verstopfte Löcher bekomme ich natürlich. Immer. Vielleicht kannst du hier ja auch was ausrichten. Ja, natürlich. Wir haben Pöppel. Ja. Bleib wachsam. Einfach, wir gehen da rein jetzt. Rein mit uns. Wir dürfen echt rein. Geil. Willst du dir das Hautstück nicht mal anschauen? Nein. Ein Gutschein von Hell's Pawn. Scheint, als wäre er auf Haut gedruckt. Es kann sein, dass das unsere. Ich find's geil. Kann sein, dass das uns den Kraftstoff gibt, ne? Stimme ist geil. Hä? Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig. Aber auch praktisch. Können wir Champagner dahin? Champagner! Ja, aber nur eine blöde Flasche Champagner. Dom Perignon. Dafür, dass wir den Club so gerettet haben. Ja, das stimmt. Die Höhe befördert. Das stimmt. Das ist ein Blankovertrag für ein Stripper-Praktikum. Wir suchen offenbar händeringend nach neuen Talenten auf allen möglichen Gebieten. Stripper-Praktikum. Das können wir sicher irgendwie umschreiben für das Praktikum im anderen Laden, ne? Wer weiß. Ein Blankovertrag für ein Stripper-Praktikum. Ja, das können wir sicher. Oder wir können es eintauschen gegen einen richtigen von anderen, ne? Ja, wer weiß. Jetzt gehen wir erstmal runter. Ich will zurück rein. Nein, da steckt noch ein Arm, Alter. Ein abgetrennter Arm. Mitnehmen. Was zum? Ein abgetrennter Arm? Der geht noch. Nimm mit, der ist noch gut. Nehmen wir halt echt mit. Ach, das ist nur eine Gummifaust. Oh, Wo die war. Eine Fisting-Hand. Kann man die da rein? Das hilft mir nicht. Wäre lustig. Die könnten wir auch ihm zeigen und sagen, siehst du, so was hast du verdient. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Das geht auch, ja. Wir klauen hier alles, ne? Unser Inventar ist schon komplett voll. Ah, Mann. Wir kleben sie mit dem Pflaster. Irgendwas verstopft den Brunnen. Diana, es ist Zeit für den Gurkenpömpel, glaube ich. Mhm. Damit könnte ich es frei bekommen. Aber? Okay, keine Ahnung. Das sieht so gut aus. Yay. Jetzt sprudelt es wieder. Ich würde es aber gerne jetzt benutzen. Das ist was rausgefallen. Das grüne Dinge. Was ist das denn? Ein Ehering? What the fuck? Der ist ganz glitschig. Oh, unsere Pümpel ist auch im Arsch. Im Arsch, wollte ich sagen. Damit bin ich vor... Okay. Vielleicht kannst du mit den Pflastern die Puppe reparieren. Gute Idee. Ja. Ich habe keine Ahnung, für was wir die Puppe brauchen. Ein Loch gestopft. Fehlen noch zwei. Oh. Dann nehmen wir die Gurke. Die beiden Sachen... Ein Loch gestopft? Das hilft mir. Was? Die beiden... Wir haben doch den Hintereingangsstöpsel. Stimmt. Das hilft mir nicht. Oh, geht nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Glitch. Den kann man jetzt wahrscheinlich überall draufstecken. Aber wo sollten wir den Ring draufstecken? Auf die Faust?
Was? Warum? Die beiden Sachen. Und was macht der flutschige Pömpel? Der ist komplett mit Gleitgel vollgesudelt. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Hoppla. Wir haben jetzt also Gleitgel. Das lässt. Es ist halt echt schwierig, das Spiel. Du kriegst so viele Sachen, ne? An die entscheidenden Stellen komme ich nicht ran. Schade. So viel geilen Scheiß da, ne? Aber auch zu viel geilen Scheiß, was wir schon haben. Ihr schon einen BH geklaut. Ja, mit, ne? Wie läuft's im Club? War ein einziges die Gleitmittelfontäne. Funktioniert wieder. Hab mich schon drum gekümmert. Ja. Sprudelt wieder wie am ersten Tag. Easy. Danke, Larry. Easy. Das war's. Bleib wach. Toll. Zeig mir das eben und krieg keinen Keks dafür. Ja, wir haben einen Ring bekommen. Das schon, aber er weiß das ja nicht, ne? Sollen wir den Praktikumsvertrag bei iPhone probieren oder den Champagner beim Barkeeper? Oder was anderes? Ich denke, beides gut. Okay, dann fahren wir irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob es genug Kraftstoff ist. Das ist keine gute Schade. Idee. Schade. Weiß nicht. Was ist dann Kraft? Hast du schon den Champagner versucht, mit dem Pulver zu mischen? Die beiden Sachen funktionieren. Nee. Das hilft besser. Also mit allen Flüssigkeiten, die wir haben. Das waren schon alle. Ja, das lässt sie. Nö. Geht nicht. Da rein? Die beiden. Die Gurke. Eher nicht. Auch nicht. Kraftstoff. Was ist jetzt für ein Kraftstoff, ne? Ein scheiß Ring eigentlich. Was machen wir mit dem Ring? Wo brauchen wir den Ring? Hatten wir irgendwo ein Ringproblem? Glaube nicht. Ich denke, das kommt noch. Warum, was war jetzt mit dieser Waschmaschine, die zu war? Was hat er denn bei dem Loch nochmal gesagt? Ohne einen Plan geht er nicht rein, glaube ich. Ohne eine Wegbeschreibung traue ich mich nicht in den Tunnel. Wer weiß, was darin lauert. Apropos, wir könnten nochmal ihn fragen, aber was weiß über die Waschmaschine im Tunnel, ne? Kann ich dir helfen, Larry? Ja. Also, was ist mit deiner scheiß Waschmaschine los, Alter? Oh, ich war im Knast. Ich war im Knast. Das ist auch neu. Ja, das kann passieren. Man kann auch in den Knast kommen, wenn man Computerspiele kopiert. Nein. Also, hab ich mal gehört. Irgendwo. Okay. Das war's schon. Nö. Ziemlich bei anderen. Bis spät. Schade, dass der Champagner nicht genug Kraftstoff war. Okay, dann versuchen wir mal den Praktikumsvertrag. Dass wir den tauschen können vielleicht. Oder sonst, wenn das nicht funktioniert, denke ich mir, dass wir den umschreiben müssen. Ein Praktikumsvertrag? Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht von Prune ist. Das ist ja nicht einmal das Prune. Ja, guck ihn dir genauer an. Okay, es geht nicht. Wir müssen ihn doch... umändern. Ja, müssen wir ihn doch ändern. Wir haben aber kein Logo von Prune. Aber wir können vielleicht das Logo von den Luftballons benutzen. Ja, das Logo von Prune auf den Vertrag. Aber mit den Ballons bekomme ich das nicht darauf. Ja, die muss man... Ich das dachte lässt auch sich nicht... Ja, ich dachte auch, Herrn, zerschneiden. Zerstechen? Das hilft mir nicht. Nö. Anpömpeln. Die beiden Sachen... Auch nicht. An nee. Fausten. Die beiden... Nee. Das hilft mir. Okay. Wir brauchen also das... Kann man das irgendwo das Logo hier nicht klauen? Das ist gut. Das hilft mir. Wollt ihr irgendwo nur draufdrücken eigentlich? Puh. Ist hier ein Logo irgendwo draußen noch? Nein. Wie kriegen wir das Logo da drauf? Werden mit der Zeit wahrscheinlich noch irgendwas finden. Ja, das Logo von Prune. Nein, warte, wir dürfen ja nicht mal rein. Ich habe gerade an Stempelkissen noch gedacht, aber wir dürfen ja nicht mehr in die Polizei. Stimmt, das werden wir aber müssen wahrscheinlich. Das würde Sinn machen, ne? Könnte sogar aus der Gurke rausschneiden. Und vor allem, wir haben Aarons nachempfundenes spezielles Teil, was dem Logo sehr ähnelt. Stimmt! Das ist es. Und überraschend wie ein Stempel. Das ist es. Da brauchen wir das den Luftballon gar nicht wahrscheinlich. Ja, stimmt. Stimmt. Aber wir müssen zurück in den Knast. Was gibt's? Lass mich rein, Alter. Lass mich rein. Ist Tuck zu Hause? Ist Tuck zu Hause? Sie wohnt hier nicht. Tuck Ortel ist nicht einmal ein Häftling. Sie wohnt hier nicht. Ich möchte... Du bist... Ja. Drin vergessen hat nicht funktioniert. Das war ein Verfahrensfehler.
Hau ab! Das geht auch nicht. Eine andere möchte Katar mit noch. Ja, er wollte das letzte Mal doch nicht durchs Fenster, weil er gesagt hat, er hat keinen Grund. Vielleicht hat er jetzt einen Grund. Ich will auch nur mit ihr schlafen. Hau ab! Okay. Psst. Süßer, bist du das? Der ist noch da. Warum bist du immer noch da drin? Wenn du wüsstest, wie klein meine Casa ist, würdest du verstehen, warum ich lieber hier meinen Schönheitsschlaf halte. Du schläfst lieber im Knast als in deiner Wohnung? Süßer, die Mietpreise in You Lost Wages sind höher als meine Heels. Solange du hier drin bist, könnte ich vielleicht deine Wohnung nutzen, um zu... Weißt schon. Niemals! Ich vermiete sie gerade gewinnbringend unter. Wie schleichst du dich immer wieder da rein? Hast du schon mal von den Geheimgängen gehört? Die Waschmaschine! Meinst du die Körperstelle, in welcher ich deine Gurke gefunden habe? Nein, ich rede von einem verwirrenden Tunnelsystem direkt unter New Lost Wages. Angeblich haben die Gründer es benutzt, um Waren jeder Art zu transportieren. Wie du dir denken kannst, war es während der Prohibition sehr beliebt. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts geriet es in Vergessenheit und angeblich wurde es nur noch zum Transport von Bügeln verwendet. Unterirdisches Tunnelsystem. Klingt kompliziert. Hast du Damit eine Map? Du dich nicht verläufst, gebe ich dir meine Notizen. Du musst nur einen Eingang finden Diana, und dann meinen Anweisungen folgen. Es läuft, Mann. Wir kommen also zurück. Also ich möchte einen Keks. Ich gebe dir krank die besten Tipps. Ja, Diana ist voll oben da, ne? Weil wenn der Körper nicht mehr funktioniert, funktioniert das hier anscheinend noch besser. Voll krass, Diana. Wenn ich jetzt auch noch krank wäre, hätten wir es in einer Folge durch wahrscheinlich, ne? Ja, innerhalb von Sekunden. Oh, das ist ein Handspiegel sogar. Besser nicht. Was jetzt? Wir verarschen? Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel? Bleib ganz relaxed. Relaxed. Müssen wir uns das merken? Dann wollen wir mal. Müssen wir uns das merken, oder? Oh, ein unterirdischer Fluss. Nein. Ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Oh, scheiße. Gott, ich habe den Text nicht gemacht. Ich nehm's zweit. Nach rechts, hinter der Ratte her. Das war wohl nicht der richtige Weg. Okay, ja, nochmal. Ja, bitte, ja. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel? Bleib ganz relaxed. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir noch. Nein. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Ja, rechts war es halt nicht. Nach links. Dann nach links willst du. Ja. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Ja? Es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat, vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumfliegt. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Life Aids. Ich gehe... Oh Gott! Also er hat gesagt, das Wasser fließt nach links. Das war das erste Was Spruch. Brauchst du für harte Drinks? Für harte... Strohhalm oder? Ja, wahrscheinlich. Geradeaus, an dem Strohhalm vorbei. Es wird etwas heller. Oh, sehr gut, Anna. Das Bernsteinzimmer. Ne. Egal. Faith wäre nur von 90 Timberpunkten beeindruckt. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Er schaut mich wütend an. Auf dem Boden liegen ein 20-seitiger Würfel, eine Axt und eine halbvolle Milchtüte. Axt. Okay. Ja, warte. Ich nehme die Axt, ne? Ja, da stand doch Axt. Okay. Ich nehme die Axt und hacke den Troll in 2 Hälften. Oh Gott. Die Axt durchtrennt den Troll genau in der Mitte. Der tote Troll wirkt immer noch etwas überrascht. Die Axt zerfällt Was in geht die Einzelteile. Naja, dann gehe ich mal weiter. Das ist voll das Rollenspiel. Jetzt müssen wir relaxen. Links schaut ein Periskop eines japanischen U-Bootes aus dem Boden. Vor mir steht das Denkmal für den unbekannten Herrenwitz. Und rechts Sonnenliege. An einem Abhang steht eine Sonnenliege. Relax, Sonnenliege, oder? Ja, relax, das wird passen.
Oh Gott, dass es hier unten ist, hä? Ja, bequem. Ja. Mache es mir in der Liege bequem. Na! Wir haben es geschafft! Tja. Hinter dem Poster, die Sau. Ups. Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Was? Was machst du hier schon wieder vor einem Krach? Wie wir rauskommen. So, ja. Warum bist du jetzt auch schon wieder in der Zelle? Diese Stadt ist völlig verrückt. Wenn du da drin sein willst, dann bleib halt da. Mein Stempel. Es handelt sich um einen Notfall. Was kann denn schon so wichtig sein? Stempel. Wir kommen dich zu retten. Ja, genau. Natürlich kommen wir. Natürlich. Ich komme, um dich zu retten. Das ist ja wirklich sehr süß, aber bei mir ist nichts mehr zu retten. Hast du mich auf der Arbeit vermisst oder so? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Oh. Ich arbeite, wann es mir passt und mit wem es mir passt. Sehr schön. Was genau machst du denn? Gurkenschmuggeln? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen. Mein Geschäft ist die Liebe. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese fiese Oma? Ha, ich bitte dich. Ich bin viel professioneller. Mhm. Ah, du bist also eine Nutte. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zueinander finden. Jetzt weiß ich's. Du bist eine Puffmutter. Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genauso eingestaubt wie dein Genitalbereich? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu Mann und Frau ernennen? Ja. Und Frau sowie Mann und Mann. Freiheit. Irre, dass das heutzutage geht. Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Okay, okay. Ich will jetzt nicht, dass er einen Stempel reindrucken hat. Ja, bitte. Es sieht halt echt aus wie das Logo dahinter. Voll geil. Ja. Das ist der beste. Das steht als Stempel durch. Der beste Stempel EU-West. Drauf. Jetzt ist das Pro-Logo auf dem Vertrag. Besser geht's nicht, ey. Was mit dir jetzt eigentlich hier? Ich bin wieder da. Warst du weg? Tja. Oh ja. Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Sage ich gar nicht. Dieses Timber da. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, wie die App funktioniert. Ich nehme alles von Prune genau unter die Lupe. Du hast dich angemeldet, du bist jetzt fällig. Ganz einfach. Dann solltest du einfach mal mich unter die Lupe nehmen. In seiner Hose wirst du jedenfalls eine brauchen. Danke. Einmal Pflichtverteidigung reicht. Die Muster erinnern. Natürlich. Können sie einfach wieder rausgehen, oder wie ist das eigentlich? Lady Gag-Poster? Du hast die Göttin entweiht. Ich kann nicht ertragen, sie so zu sehen. Ja, wir nehmen sie gerne mit. Nimm sie weg. Wir haben noch mehr Scheiße im Metall. Ich weiß gar nicht, wohin damit mehr. Leute, das Metall ist voll. Oh Mann. Ein Poster der schwulen Ikone Lady Gag. Was soll man damit? Wir müssen es auch dem Typi im Gym zeigen. Das kann sein. Diana ist heute voll in Fahrt. Eigentlich darf ich gar nicht mehr aufhören aufzunehmen mit dir. Wir rasieren hier durch. Zuerst Gym oder zuerst zum iPhone? Also, ich will zum Gym. Ich will ihm einfach beweisen, dass er schwul ist. Diana will es ihm hart geben. Er hat die Erdbeere schon. Hallo, Herr Fuengel. Er hat die Erdbeere genommen. Und sie lecker gefunden. Schau mal, das Poster von Lady Gag. Glaubst du an schwulen Ikonen wie diese? Was gibt es da zu glauben? Natürlich ist sie real. Check. Lance glaubt jetzt an schwulen Ikonen. Was? Was ist denn verkehrt mit dir, Larry? Willst du... Dick, welcher... Deine, nee, geht noch nicht. Was? Zwei Sachen haben nicht gereicht noch, leider. Aber super gemacht, ne? Ja, aber wir können es ihm vielleicht sagen. Die Faust! Was... Das ist keine gute Idee. Was sagen? Dem Dick, dass wir ihn jetzt an beides, dass er an beides glaubt. An Schwänze und an Ikonen. Oder es fehlt noch die Gummipuppe. Eher nicht. Ich glaube nicht, dass der Dick... noch zwei Pflaster. Ja, oder irgendwas anderes. Ich glaube nicht, dass der Dick... Die Omi fragen. Gleich, ja.
Was soll ich noch mal? Weißt du, wenn nee, du nee, 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 nee. Ach, okay. Was? Kein Problem. Ich bin nicht viel. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Okay, geht noch immer nicht. Gehen zu Omi. Aber immerhin. Ja. Er glaubt an Schwänze, er glaubt an die Kronen. Guck mal, das Sexspielzeug ist fertig. Oh. Oh, ist das deine Erfindung? Das ist der Prototyp meines neuen Entwurfs. Der geht ab. Ich nenne die Maschine Fakomatik Deluxe. Deluxe. Was für ein Hammer. Nimm sie ruhig mit und probier sie was? Aus. Ich brauche Feedback. Was? Natürlich stecken wir sei auch noch in die Hosentasche. Es hat die höchste RAM-Kraft, die ich je bei einem Sextoy erreicht habe. Der geht durch. Der geht durch. What the fuck, Diana? Der geht ins Einhorn. Was soll denn jetzt mit diesem Riesenscheiß? Nimm's Einhorn. Was ist mit dem Einhorn, was? Einhornkopf. Vielleicht können wir den jetzt verwenden. Mit was? Mit dem Spielzeug. Mit der Puppe, was weiß ich. Ach so, ich glaube nicht. Das ich kann mir nicht vorstellen. Fesselt. Das lässt sich. Das hilft. Die beiden. Hm. Besser. Das hilft. Die beiden. Besser. Das lässt. Nö. Besser. Das nö, nö. Schade. Hätte ja sein können. Nö. Ja, aber leider nicht. Ist hinten was Neues noch? Nein. Mit ihr kurz. Wir werden noch Praktikanten. Das ist keine gute Idee. Ich rede mal kurz mit ihr. Was geht? Kann ich die Maschine noch was behalten? Ich sehe seine Herren. Okay. Aber jetzt mal den Ding zurückgeben? Ja, ja. Ja, 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 ich hab den Kopf mitgenommen. Vielleicht. Hey, vielleicht. Aber es ist. Aber wir haben die Maschine. Mhm. Nice. Aber wir gehen jetzt mal zum iPhone. Und der natürlich offizieller Praktikant. Und da wird. Dieser Stempel ist einfach so geil. Vor allem, das ist genau das Prune-Logo. Wir suchen einen Stripper-Praktikanten. Da guckst du, ne? Vielleicht ist das ein Job, für den die Personalabteilung Blanko-Verträge auslegt. Ist ja auch ein persönlicher Job. Da guckst du. Steht, keine Vorkenntnisse nötig. Einfach melden. Wie war das mit dem Bonus für Anwerbungen? Herzlichen Glückwunsch, Larry. Das ist so dumm. Du hast den Job. So, Dankeschön. Komm, ich registriere dich mit unserer Personalverwaltungs-App direkt und upgrade deine Schlüsselkarte. Easy. So, du hast jetzt Zugang zum Büro oben. Du kommst über den Lift hin. Willkommen in der Prune-Familie. Yeah. Prune Pearl wurde aktiviert. Ja. Yeah. Und was ist das jetzt schon wieder? Also PayPal. Hilft mir das bei meinen Dates? Die Bezahl-App für alle Prune-Angestellten. Damit kann man an immer mehr Orten bezahlen. Behaupten sie zumindest. Jedenfalls in der Regel nicht dort, wo es für dich praktisch wäre. Aber ich habe die App schon geladen und du kannst sie jetzt verwenden. Okay. Wir wollen einfach diese Melone haben und sie gegen diese andere Melone im Fitnessstudio tauschen. Willst du nicht nach oben in die Büros? Nein, ich will sofort dahin zu Melone. Okay. Jetzt haben wir endlich diese Karte. Muss ich jetzt die Karte benutzen? Oder? Ja, das ist die Schlüsselkarte, wo der aktualisiert, oder? Das hilft mir nicht. Nö. Vielleicht geht's auch Abrechnung automatisch über Prune Pearl abgeschlossen. Oh. Ich muss nicht dafür bezahlen. Doch. Das wird dir von deinem imaginären Praktikantengehalt abgezogen. Das heißt, die zahlen das jetzt für uns. Ha! Das heißt, wir nehmen den Rest auch noch mit. Es gibt ja noch Grünkohl. Abrechnung über Prune. Natürlich, brauchen wir. Und das dritte ist ein, ich sehe es nicht. Regenbogenhaarverlängerung. Ja. Wir brauchen alles. Leute, man, guckt euch diesen verdammten Inventar an. Diana, da kriege ich die Tür nicht mehr zu, ey. Also diese Regenbogen-Haarverlängerung würde dem Einhorn bestimmt genauso gut stehen wie der Regenbogenknochen. Alles, ja, aber es funktioniert aber nicht. Das lässt sich nicht. Ne, es funktioniert nicht. Ne? Grünkohl, Wassermelone, eine Gurke. Sollen wir einen Salat machen oder was? Wahrscheinlich immer noch ein Proteinshake. Die beiden Sachen. Die beiden aber wir haben keinen Shaker, in der Waschmaschine machen. Vergessen, wir dürfen was brauen, wenn wir wollen. Stimmt, stimmt. Aber er hat kein Rezept. Also wir haben kein Rezept. Ja, das muss uns bestimmt auch der Lispla geben. Hm. Auf jeden Fall, Leute. Inventar ist voll. Wir sind voll. Deswegen gehen wir jetzt alle heim. lasst gern Abo da, um nichts zu verpassen. Und ja, mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Wie gesagt, Diana ist ein bisschen krank. Muss ich erstmal erholen. Und ihr Link natürlich, also ihr Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt natürlich. Schaut gerne mal vorbei. Und ja, sehr Leute. Sehr gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge von
Larry wieder. Wir spielen das, wie gesagt, komplett auf diesem Kanal durch. Leute, viel Spaß. Haut rein und ciao. Tschüssi, bleibt standhaft.